Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Formel 1 2016. Ja, wir sind heute in Ungarn. Wie ihr seht, starten wir mitten im Test, im, na wie heißt er denn? Qualifying Tempo-Test. Und zwar habe ich leider die Aufnahme am Anfang nicht ganz, also ich habe es halt verkackt. Ich habe da irgendwie hier Engel nicht richtig gespeichert oder einfach, keine Ahnung, er hat es nicht richtig gespeichert oder ich habe es nicht aufgenommen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist der Anfangspart des ersten Trainings eben nicht da. Und deswegen machen wir jetzt direkt den Tempotest hier, wie ihr seht. Ja, aber wie ihr auch schon seht, läuft es auch wieder nicht so gut. Das hatten wir in Silverstone schon so, dass wir eben auch einmal eine sehr langsame Rundenzeit eben hatten. Weil das eben noch so nasses Wetter war, also weil die Strecke noch kalt war und so weiter. Das war hier eben genauso und deswegen sieht man schon, dass die Zeit am Steigen ist. Ich kann da gar nichts gegen machen. Und deswegen haben wir dann auch diesen Test hier eben abgebrochen und haben ihn eben jetzt später nochmal geschaut im zweiten Training. Denn das erste Training war dann schon vorbei. Die Ergebnisse waren jetzt nicht sehr wichtig, denn wir haben ja jetzt sowieso von dem ersten Training eben bloß diesen kleinen Ausschnitt da gesehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, lässt einfach die Ergebnisse weg, die sind jetzt nicht so wichtig. Ja, auf jeden Fall hier eben der Qualifying-Tempo-Test. Wir sind immer noch auf dem Schwierigkeitsgrad. Na, wie heißt er denn? Meister. Und zwar werden wir ja, ich weiß nicht, habe ich das schon angekündigt? Ich habe schon voll verdrängt alles. Ab dem Deutschland Grand Prix, also ab dem Training Qualifying in Deutschland, werden wir auf Legende fahren. Denn ja, nochmal um das ganze, die ganze Thematik kurz anzuschneiden. Ja, kommen wir hier eben ganz locker durch, wie man gemerkt hat, eigentlich fast jedes Rennen Punktefinish. Und wenn es mal kein Punktefinish ist, ist es meistens ein DNF. Wie zum Beispiel in Monaco oder Baku oder eben in Australien hatten wir eben ein schlechtes Wochenende, da hatten wir nur auf Platz 20 am Ende gestanden. Und deswegen werde ich eben den Schwierigkeitsgrad einmal hochstellen. Das wird uns ein bisschen mehr Herausforderung geben und das wird dann auch mir mehr Spaß machen und hoffentlich auch euch beim Zuschauen viel Spaß machen. Ich kann schon mal sagen, das erste Rennen in Deutschland, also das erste Rennen auf dem Legenden-Schwierigkeitsgrad, war schon mal turbulent. Das kann ich euch schon mal sagen. Da gab es viele interessante Schlüsselszenen. Auf jeden Fall nicht verpassen, unbedingt die Glocke aktivieren und liken, abonnieren und teilen und favorisieren und auf Twitter folgen. Obwohl ich kein Twitter habe. Auf jeden Fall sind wir jetzt, wie gesagt, in der ersten Runde des Qualifying-Tempo-Tests hier im zweiten Training. Haben eigentlich eine gute Delta-Zeit, sollte das auch in der ersten Runde schaffen. Zumindest die grüne Zeit, die lila müsste auch eigentlich drin sein und dann hätten wir den Tempo-Test schon mal geschafft. Ja. Ungarn ist eine sehr schöne Strecke. Ich wollte eigentlich, ich habe mir vorgenommen, fürs Rennen meine ganzen Ungarn-Geschichten zu erzählen. Und zwar fahre ich ungefähr jedes Rennen nach Ungarn, außer ein paar Jahre, da habe ich ausgelassen. Und zwar bin ich dieses Jahr 15 geworden und dieses Jahr fahre ich das 12. Mal dahin. Also könnt ihr euch vorstellen, ich fahre dahin, seit ich 2 Jahre alt bin und habe eben einmal zwischendurch quasi ausgesetzt. Also da mussten wir aussetzen, weil eben das Ganze mit dem Urlaub und den Ferien und so, nicht geklappt hat. Und ja, so ist das eben. da könnt ihr euch im Rennen dann auf. Nein, ich. Also keine Angst, ich werde da nicht so viel erzählen aus meiner Jugend, die ich immer noch, wo ich immer noch drin bin, egal. Auf jeden Fall werde ich auch trotzdem ein paar Geschichten erzählen vom letzten Jahr oder so. Hier war gerade schöner Schwarzscreen. Wir haben das eben geschafft, ohne aus irgendeinem Grund habe ich die Ergebnisse hier auch nicht eingeblendet. Auf jeden Fall 971 Ressourcenpunkte. Wir werden kein Update installieren. Wir haben uns ja vorgenommen, eben nur jedes zweite Rennen. Auch wenn ich das jetzt, glaube ich, sowieso neue Rivale. Oh, da möchte ich kurz drauf eingehen. Ja, eben hier unser neuer Rivale, Fernando Alonso, mit dem haben wir ja in der Meisterschaft auch bis jetzt gut zu kämpfen, nenn es mal. Aber was ich noch sagen wollte, ich werde eben ein bisschen was aus den letzten Jahren erzählen. So viel ist da auch nicht, also keine Angst, ihr werdet euch nicht irgendwie eine halbe Stunde lang angucken, wie ich über Geschichten aus Ungarn erzähle. Ja, aber die Strecke ist eigentlich eine ganz gute, ich finde die ganz gut. Ja, das hätte man sich bei dem Satz, das ist eine ganz gute Strecke, jetzt schon denken können, Max. Auf jeden Fall ganz in Ordnung und so weiter. So, wir gehen jetzt direkt ins Qualifying, wie ich das so sehe. Oder also gehen wir erst ins Training? Ins Training 3? Ich glaube, wir gehen ins Qualifying, ja. Ja, wie gesagt, ich rede da wieder ein bisschen drüber, aber ist jetzt auch egal. So, auf jeden Fall, ganz gutes Wetter. Ich habe euch noch gar kein Wetterbericht am Anfang gegeben. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Auf jeden Fall sollte das ganze Wochenende lang eigentlich ganz gutes Wetter sein. Das Rennen habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, ob es da kurzzeitig geregnet hat. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall gerade schöne Rennerfehler im Spiel. Da hat gerade das Logo von Red Bull nicht ganz geladen. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Strecke eigentlich ganz in Ordnung. Ich finde die ganz gut. Finde da, also wenn ich einen Flow drin finde, dann ist eigentlich ganz gut, aber
Luftverschleiß zu haben. Ungefähr so wie Spanien, wenn man keinen Flow ranfindet, ist sie einfach komplett zum Kotzen. Ja. Ich habe mir auch schon überlegt, diese Karrieresaison quasi zu Ende fahren, also diese eine Saison mit Sauber zu Ende fahren. Und danach wird nichts mehr kommen, also danach werde ich auf Formel 1 2017 warten und werde noch dort 4 durchspielen und keine Ahnung, falls ich dann dort 4 durch habe und diese Saison auch dann durch ist, werde ich vielleicht nochmal was anderes zum Zocken suchen, keine Ahnung, ein Übergangsspiel bis zu Formel 1 2017 quasi. Watch Dogs 2 ist ja jetzt offiziell schon angehalten, kann man ja mal so sagen. Da kommt nichts mehr, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Bock am Spiel. Habe ich da auch, was immer bei mir ein bisschen dumm ist, bei manchen Spielen lasse ich mich einfach vorher im Voraus spoilern, was dann einfach dumm ist, nenn ich mal. Aber naja, Watch Dogs 2 hat mir Spaß gemacht, wird mir auch immer noch privat Spaß machen, nenn ich mal. Aber eben im Let's Play jetzt erstmal nicht mehr. So, auf jeden Fall hier im Q1, wir fahren gerade auf den Soft, das heißt auf den etwas langsameren, jetzt mal auf den mittleren Reifen, also die mittleren sind die Mediums, aber eben auf den zweiten Set, den Auswahlset, so nenn ich es mal. Also es gibt Super Soft, Soft und Medium, das ist jetzt weiter so Ende. Auf jeden Fall, was ich auch noch sagen wollte, dass ich gerade vergessen habe, auch nice. Ich habe es mir so überlegt, nach dem Rennen in Belgien ist ja eine Sommerpause, ich war jetzt in Sommerpause, wie immer. Die werde ich jetzt nicht mit einbeziehen, also ich werde jetzt keinen Monat Pause oder so machen von 2016, auch wenn es am Ende bestimmt so passieren wird, nein, keine Angst, also wöchentlich kommen hoffentlich 2 Videos von Formel 1, das wird dann wahrscheinlich Training und Qualifying sein, Training und Rennen, also Training, Qualifying und Rennen, Mann, also Training, Qualifying und Rennen, so. Falls ihr das versteht, so, also die eine Folge, ich verstehe das sowieso, egal. Auf jeden Fall habe ich schon eben geplant zwischen, ich weiß nicht, ob ich machen werde, aber das wäre so ein cooler Einfall, der mir einfiel. Ach Max, ey, du bist ja wieder... Egal. Dass ich eben dann ein bisschen quasi über die Fahrerthemen berichte, also über die Wechselgerüchte, so heißt das, dass ich da eben ein bisschen drüber rede, nenne ich mal. Quasi wie so eine Art News-Seite, nenne ich mal so. Zum Beispiel, dass ich dann den Sauber einblende und dann sage, Max Müller plant, keine Ahnung, einen Wechsel zu da und da zu Mercedes. wird dann eben noch mit eingezogen. Und habe es mir auch überlegt, dass ich dann eben, wenn ich das mache, es so mache, dass ich zum Beispiel mich in dem Moment befinde, wo es ist, also in Belgien 2016 eben, und quasi noch nicht weiß, dass Rosberg eben 2016 aufhören wird am Ende. Das war ja damals noch nicht bekannt, er hat es erst nach dem WM-Finale bekannt gegeben, dass er eben aufhören wird. Ich weiß gar nicht, ob es schon bekannt war, dass Massa aufhört. Aber ich denke mal, ich werde das einfach mit reinnehmen, dass das quasi feststeht, dass Massa schon aufhört. Wie gesagt, das ist so gut wie feststeht, dann war es einfach so. Aber wie gesagt, ich werde mich eben so relativ, so weit wie es geht, an den Wissensstand, von dem Zeitpunkt eben Belgien 2016 orientieren. So, das war auch ein sehr schwieriger Satz in meinem Kopf. Auf jeden Fall fahren wir jetzt gerade schon unsere dritte Runde hier im Qualifying und ich bin kein einziges Mal auf irgendwas eingegangen. Wir sind im Moment auf P9. Also wir sehen schon auf den Soften eben. Ich wollte halt versuchen, einfach im Q1 auf den Soften durchzukommen, damit ich den Reifen einfach aus dem Weg habe. Und eben in Q2 und Q3 eben einmal den Supersoften Satz verwenden kann. Eben deswegen habe ich mich nochmal auf eine Runde hier mit den Soften begeben. Läuft ganz gut, das Delta ist wieder positiv, allerdings jetzt sogar eine Lyon jetzt halt im ersten Sektor, da haben wir jetzt aber leider gecuttet, das war nicht so schlau von mir. Schade. Es war eine sehr schöne Zeit, wirklich, also die ist jetzt auch immer noch sehr schön, natürlich auch durch den Cut, also durch den Corner Cut, nicht durch den Cut, der jetzt kommt im Video, nein, Spaß. Die Schikane ist auch, was man ja mal sagen kann, also beziehungsweise die Schikane, die wir eben durchgefahren sind, weil hier gibt es ganz viele Schikanen, wenn man die hier mitzieht zumindest, ist es eben so, dass man eben den richtigen Flow braucht, wie man jetzt hier auch sieht, wenn man mal aus dem Flow raus ist, dann verkackt man jede Schikane. Beziehungsweise jede links, rechts, nämlich einfach so. Das ist dann nicht so gut. So, wir sind jetzt auch schon im roten Delta, das heißt, ich werde wahrscheinlich diese Runde in die Box kommen oder eventuell noch eine probieren. Aber das Fuel, die Box ist rot. Ich dachte, Fuel ist rot. Okay, Fuel. Oder Benzin heißt es ja in Deutsch, glaube ich, müsste da unten stehen. Wie gesagt, ich erkenne es nicht so. Und wir haben hier, den Filter. Zum Glück nicht ausgeschieden, das war, hätte auch auf die, Federung gehen können, diesmal, auf die Aufhängung, so heißt das. Ja, wir rollen jetzt hier weiter, haben eben hier Frontflügelschaden davon getragen. War nicht so schlau, nenn ich mal. Was heißt, nenn ich mal, es war halt nicht so schlau. So, müssen sie eben an die Box zurück. Ich hoffe, beim Rennen passiert das nicht.
Sonst haben wir ein Problem. So, wir werden in die Box geschoben. Mal gucken, ob wir, also wie es denn am Ende mit den Positions aussieht. Ob wir vielleicht noch eine Runde auf den Supersoft rausgehen müssen oder ob das alles so läuft. Wir werden hier, wie gesagt, gerade reingeschoben. Das nimmt relativ viel Zeit in Anspruch. So, und da sehen wir schon Nico Rosberg jetzt hier auf Platz 1, auf Platz 20 im Moment. Ja, fährt gerade seine erste Rundenzeit. Wir schauen hier gerade mit zu im dritten Sektor gerade. 19 Schnellster nur auf dem Temporadar mit 300 km/h ist nicht so gut für den Mercedes. Aber auf Platz 4 am Ende. Markus Eriksen jetzt hier, unser Teamkollege. Ja, noch 0 WM-Punkte, einmal war er kurz davor in Kanada, ist aber in der letzten Runde ausgeschieden. Oder in der vorletzten, ich weiß gar nicht mehr so richtig. Auf den Supersoften eben, kommt jetzt über die Linie und auf Platz 15. Und jetzt sind wir schon, wir sind wieder draußen, und zwar auf den Supersoften. Fahren jetzt eben langsam über die Outlap eben, um eben vorne weniger Verkehr zu haben, um eben ein bisschen von denen abzulassen, nenne ich mal. Sonst ist es eben, ja, nicht so gut. So, letzte Kurve und dann geht es schon auf die fliegende Runde. Jetzt hier gut Schwung mitnehmen, das sind wie gesagt bloß P14 und Teamkollege genau hinter uns. Ja, wir könnten natürlich es jetzt riskieren auf, ja, eben noch drin zu bleiben auf den Soften und, aber ich habe mir dann gedacht, ich fahre doch lieber noch auf den Supersoften. Die erste Kurve direkt verkackt, Supermax. So, Delta ist jetzt leider rot geworden, wir müssen jetzt hier aufpassen, dass wir jetzt, ja, auch eine Zeitverbesserung haben, sonst haben wir die Supersoften umsonst kaputt gefahren, nenn ich mal. So. Das ist doch gleich vorbei. Dann kommen wir jetzt hier über die Linie und wir sehen schon grünes Delta. Auch wenn es nicht viel ist, wir müssen da auf jeden Fall noch Zeit rausholen. Aber ich fahre die Kurve nicht perfekt auf den Supersoften. Der Softe war handlicher, habe ich das Gefühl bei mir gerade. So, die Schikane wieder. Relativ über den Körb gedonnert. Aber alles noch gut. Wenig Zeitverlust jetzt hier wieder. Da habe ich die erste Kurve schon nicht gut angefangen. Angefahren, Mann. Ja, jetzt muss ich bloß gucken. Ja, die war ganz gut. Die Apex leider nicht getroffen. Und hier auch eigentlich ganz gut. So, jetzt hier gleich die letzten beiden Kurven. Dann haben wir es auch schon. Die erste Runde. Ich weiß nicht, ob ich noch einen dranhängen werde. Die Zeit dafür wäre da. Und jetzt eben hier die letzte Kurve. Und auf der Schraubenzieher gerade. Und dann werden wir sehen, um wie viele Positionen wir uns überhaupt verbessert haben. Und es ist am Ende P6. Oder? Ist das eine 6? Ja, das ist eine 6. Ja, also ganz gut für die erste Runde. Ich werde das Auto dann jetzt an die Box aufbringen. Ja, noch eine lohnt sich nicht. Ich denke mal, auf P6 sollten wir durchkommen. Mit unserem Sauber. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das noch angesprochen habe, was ich ansprechen würde. Und zwar habe ich mir gedacht, diese Saison ist ja die letzte und dass ich dann überhaupt keine Updates mehr machen werde. Das ist ja auch in der echten Formel 1 so, dass man eben in den letzten Rennen weniger Updates macht und eben die Punkte quasi, also jetzt die Punkte hier im Spiel, jetzt mal, für die nächste Saison eben sparen würde und dann eben, na gut, die nächste Saison werden wir natürlich bei einem anderen Team fahren, denn, ja. Ja, da war gerade ein kurzer Cut drin, Entschuldigung dafür, ja. Das war gerade ein kurzes, ja, Problem bei mir aufgetreten, nenn ich mal. War jetzt nichts Gravierendes, ich hab gerade für 2 Minuten die Aufnahme kurz gestoppt, aber jetzt ist alles in Ordnung, ich bin wieder da. Ja, ich war gerade beim Thema, dass wir eben nächste Saison sowieso einen Teamwechsel, ja. Vollziehen werden. War das vielleicht gerade ein kleiner Teaser? Man weiß es nicht. Ja, ihr könnt ja mal gerne in die Tipps schreiben. Ihr könnt in die Kommentare Tipps schreiben. So. Ja, was ihr denn denkt, wo wir nächste Saison fahren werden. Ich werde nicht ins vordere Feld drücken, nehmen wir mal. Also irgendwie Mercedes zähle ich dazu. Ja, Ferrari, aber auch Red Bull. Alles andere ist möglich. Manche davon natürlich wahrscheinlicher, manches unwahrscheinlicher. Ja, das ist das, was ich sagen wollte. So, wir haben mich gerade auf der ganzen Inlap begleitet. Warum auch immer Max das nicht weggekartet hat. Max war anscheinend ganz schön behindert an dem Tag. Nein, okay, alles gut. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Also jetzt fange ich mal damit an, ich weiß. Ich habe das vor einer Woche oder so aufgenommen, wenn nicht so schon länger her. Ne? Hab das dann gestern geschnitten und heute kommentiere ich das nach. Ist natürlich wieder on point alles. So, auf jeden Fall Q1 ist zu Ende jetzt. Ja, wir haben eben P6, glaube ich, gehabt, sind locker losgekommen, Teamkollege auch durchgekommen und wir sind jetzt hier instant wieder in Q2. Wir fahren wieder mit den Soften eine Runde. Wir werden aber am Ende sowieso mit den Supersoften noch einmal rausfahren, wahrscheinlich mit den frischeren. Oder
Ich bin gerade Stimme weg, Alter. Ja, auf jeden Fall jetzt hier auf der Outlap letzte Kurve. Wir haben wieder ein bisschen Verkehr vor uns, sollten uns aber nicht zu sehr in die Quere kommen, hoffe ich mal. Ja, und dann ja, sind wir jetzt hier in der ersten Runde. Da oben fliegt wieder ein schöner Jumbo-Jet, der irgendwie immer an derselben Stelle rumfliegt, nur zu anderen Zeiten. Aber egal, so. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, sind wir auf der fliegenden Runde. Haben eben jetzt hier freie Fahrt, relativ gut. Da vorne ist eben einer, aber der sollte uns, wie gesagt, eigentlich nicht in die Quere kommen. Ja, wir kriegen eben keine Delta-Zeit angezeigt. Ja, weil wir eben, weil das in unsere erste Runde in diesem ja, Segment vom Qualifying ist, also eben Q2. So, Perra schon mit der ersten fliegenden schnellen Runde. Ja, auf Supersoften eben. Eine 1, irgendwas kann ich nicht erkennen. Auf jeden Fall können wir uns jetzt an der Zeit orientieren, vom Sektor-Messpunkt her, nenn es mal, und Vettel schon mit der neuen schnellsten Zeit. Die Schikane war ein bisschen zu sehr über den Korb genommen, aber naja. Hier gut die Apex getroffen, hier jetzt auch ganz gut. Also wie gesagt, wenn man den Flow drin hat, dann kommt man eigentlich ganz gut durch. Hier jetzt auch sehr gut und jetzt die letzte Kurve auch nicht schlecht. Also das war mal eine gute Schikanendurchfahrt, nenn es mal, also die Links-Rechts-Kombo-Durchfahrt. Trotzdem eine Sekunde langsamer als Vettel eben, was auf dem Software nicht mal so ja, unwahrscheinlich ist, nenn es mal. Also was eben logisch ist, dass man auf den Soften langsamer ist als ein Vettel auf Supersoften, ja. So, letzte Kurve und dann geht es hier wieder auf Schottenziel, so wie schon so oft in dieser Folge erwähnt. Und dann kommen wir über die Linie bei einem, ja, 1,7 Sekunden Rückstand auf Platz 7 im Moment, also dem letzten von allen gefahrenen Runden. Ich denke mal, wir werden gleich noch auf, ja, die Supersoften wechseln müssen, um hier ins nächste Segment zu kommen, beziehungsweise ja, eben zu probieren zu kommen, so nenn ich mal. Ja, und dann ist das eigentlich ganz gut. So, wir hängen, könnten noch eine Runde dranhängen, allerdings ist es gerade schon wieder im roten Delta, also es ist hier ganz knapp. So eine große Verbesserung sehe ich jetzt hier gerade nicht draus, eventuell über die, über im Verlauf der Runde könnte das noch werden. Hier, super, also das war überhaupt kein Corner Cut, also was ihr da wollt, ich weiß nicht. Also, naja, es war schon ganz schön über den Korb geholzt. Eigentlich mehr als es erlaubt sein sollte, aber anscheinend hat das Spiel es erlaubt, so vom Ding her, so wie ich es gesehen habe. Auf jeden Fall hier wieder gut durch den Links-Rechts versuchen durchzukommen. Die Schikane war auch wieder mäßig, nenne ich mal. Ich weiß nicht, was die schnellste Art und Weise ist, einfach normal durchzufahren oder eben über diese erhöhten Curbs zu brettern, nenne ich mal. Auf jeden Fall haben wir eine ganz gute ja, eben Verbesserung rausgeholt. 0,4 Zehntel sehe ich hier. Oder? Jetzt sind es 0,3, glaube ich. Wie gesagt, ich kann es nicht erkennen, es ist leicht unscharf in der in dem Bildschirm, den ich oben links gerade bei mir sehe. Und deswegen, ja, ist es leider ja, nicht möglich, mir da so erwischt zu machen. Auf jeden Fall, jetzt schauen Sie gerade über, ja, die Start, über die Startlinie, über Ziel eben. Ja, auf Platz 9, wie wir sehen, jetzt schon wieder auf Supersoft von draußen auf P13 zurückgefallen. Also wir müssen auf jeden Fall eben nochmal eine schnellere Runde setzen und das geht eben sehr gut mit den Supersoften, weil die eben schneller sind, was Sinn ergibt. Ja, auf jeden Fall auf den neuen Set, also auf den neuen Set Supersoften, der Q2 Set eben, denke ich mal, dass das ist, müsste sein, weil es dumm wäre, auf den alten rauszufahren, weil man, wenn man in die Top 10 kommt, man eben dieses Set benutzen muss und wenn man da eben mit dem alten Set gefahren ist, ist das nicht sehr schlau. Kann ich aus Erfahrung sagen, nein, kann ich nicht aus Erfahrung sagen, weil mir das noch nie passiert ist, glaube ich. Na gut, es könnte sein, dass mir das früher, ganz, ganz früher mal passiert ist, aber wenn, dann habe ich keine Ahnung mehr davon, so vom Ding her. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall. Auf der fliegenden Runde, ich schweife mal ein bisschen vom Thema, Gefühl. So, erster Sektor, Messpunkt, auf jeden Fall schon wieder sehr gut Vorsprung. Auch diese Schikane ist mal nicht zu sehr gecuttet, aber trotzdem sehr gut durchgekommen. Jetzt kommt eben wieder die Schikane, also die Schikanen. Im zweiten Sektor und dann gehen wir schon in den dritten Sektor. So schnell ist eine Runde in Ungarn vorbei, sprachlich. Natürlich ist das fahrerisch ein bisschen länger. Und zwar eine Minute, ein paar Sekunden länger. Aber egal. So, die Links-Rechts-Sikanen hier wieder. Guter Ausgang gerade. Hier hätte man ein bisschen mehr über die Apex fahren können. Hier ein bisschen weniger. Und dann eben hier im nächsten Sektor spielt eben. Und jetzt im Sektor 3 haben ganz gut Vorsprung. Müssten eigentlich in die Top 10 reinkommen. Ich hoffe mal, dass das klappt. Dann haben wir eben einen, ja, oh, nee, das war nicht so gut, viel zu weit außen. Jetzt hier mit viel Schwung möglichst raus aus der Kurve, damit wir die Zeit, ja, den Zeitverlust minimieren können. Ich hoffe mal, das wird noch allerdings noch etwas, noch ein bisschen was und über die Ziellinie. P8, wackelige Position, wackelig. Wir haben noch ein paar Minuten, jetzt vor uns hier der Verkehr, Hamilton kommt raus.
Und wir haben auch schon negatives Geld, also es scheint keine Verbesserung geben zu können. Allein schon was, ja, und das angeht. Und wir gehen auch, ja, direkt hier ins Aus, nenn's mal. Haben trotzdem P8 geschafft und gehen deswegen sofort ins Q3. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie euch dieser wie euch dieser Schnittstil gefällt. Einfach so, ja, eben nicht das Drumherum, immer das Neulernen und in die Box kommen und in der Box rumstehen, mit reinzuschnellen, sondern eben direkt auf die Finger runter zu cutten. Es wirkt alles ein bisschen schneller, turbulenter, nenn ich es mal. Dass man plötzlich auf einmal da ist und so. Also man könnte leicht den Überblick verlieren, allerdings ist es dann doch natürlich für mich auch einfacher, eben, ja, zu cutten und nachzukommentieren und zu gehen. Ich weiß nicht, was los mit mir ist. Immer wenn ich vor der Kamera sitze, muss ich gehen. Sonst gehe ich nie, aber immer wenn ich vor der Kamera sitze, also vor dem Mikrofon sitze, ja, Verstappen schon mit der neuen Schnittrundenzeit hier, mit der, hier, mit der Pole bis jetzt, allerdings, ja, jetzt ist Hamilton Pole-Sitter, allerdings eben erst für jetzt, es gibt eben noch ein bisschen zu fahren, deswegen könnte ich das mal ändern. Ich denke mal, ich verstehe, was ich meine. So. Jetzt hier wieder im zweiten Sektor, durch die Schikanen durch, die mir, ach, ganz gut gefallen trotzdem, weil, wie gesagt, wenn man im Flow drin ist, ich denke mal, ihr habt das schon öfters gehört von mir, denke ich mal, also ich weiß nicht, ob ihr das Video bis jetzt gemutet habt, aber, ja, ich denke mal, jetzt, was ich meine. So, Sektor-Split hier, 50, irgendwas. Eine normale Zeit, denke ich mal. Da dezent über den Korb gebrettert, ein bisschen abgekürzt, kann man so sehen. Und jetzt die letzten beiden Kurven eben wieder so eine Links-Schikane und Rechts-Schikane. Die letzten Folgen, alle. Ich kann nicht mehr reden, ohne Witz. So, okay, aber ich kann auf den Tisch hauen. Das hat man öfter auch machen, das ist geil. Nein, Spaß. Ja, schon Ziellinie und ins Ziel auf Platz 4. Ich war gerade 6. Vor Hülkenberg, hinter Alonso. Alonso, unser ja, direkter Konkurrent, unser Rivale eben. Deswegen versuchen wir, denke ich, auch noch eine Runde oder wir hören einfach auf. Ich weiß es nicht. Ich kann das hier nicht mehr einsehen. Tut mir leid. Ich denke mal, wir werden trotzdem noch. Nee, okay. Okay, dann. Auf jeden Fall. Schlechter Sektor-Split. Schlechter Delta. Nicht gut. Ja, Ricardo jetzt wieder neu in die nächste Runde. Wir bloß noch auf Platz 6. Jetzt passt das auch, was ich vorhin sagen wollte. Ja, erster Sektor Scheißzeit, jetzt ist Rosberg auf der Pole und damit sind wir auf Platz 7 schon nur noch. Ziel ist ja trotzdem schon erreicht, das war ja quasi von Anfang, also schon von Anfang an das Q3 schon erreicht. Ich glaube P15 ist das, ich kann es nicht erkennen, das ist zu grün, deswegen sehe ich das nicht. Ich kann ja mehr, was ich machen kann, komplett alles so ranzoomen, jetzt, ist eine 15, gut. So kann ich tatsächlich Sachen erkennen, 0,166 Sektorsplit. Minus, also plus, also negativ halt, also nicht gut. Ja, die letzten beiden Schikanen, gerade ist es kurz auf 0-0 fast gewesen, jetzt aber wieder, ja, Zeit verloren, wir gehen in die Box. Diesmal auch ohne den Frontflügel komplett zu zerdeppern. Ja, und damit war das unser Q3, und zwar, ja, wir werden eben nicht mehr rausfahren, das lohnt nicht mehr, wir bleiben einfach auf der Position oder verlieren eben noch einen oder so. Aber ich möchte eben, ja, keine Ahnung, ich möchte nicht mehr fahren, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall hier jetzt eben auf P8 am Ende nur noch Hülkenberg und Kwiat hinter uns. Ja, Rosberg, Ricardo und Hamilton eben über die Top 3 Plätze. Rosberg mit der Pole. Und ja, der war es auch schon mit dem Qualifying. Hier die Ressourcenpunkte, wir könnten jetzt die 1000 schaffen, müssen wir eigentlich schaffen, so wie ich das sehe. Eigentlich locker, weil wir uns fehlen was 9 Punkte zur 1000, jetzt nicht mehr, jetzt fehlen uns minus 88 zur 1000. Ja, Alonso, bessere Qualifying-Position, einen Platz vor uns auf P7 eben, hat auch die bessere Zeit in allen Sektoren, also ziehen uns erstmal ein bisschen weg. Ja, Teamkollegen und so, alles erreicht, das heißt, da bleiben wir auch auf demselben Grad. Jetzt hören wir uns noch die Voicemail fürs Rennen an. Ja. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut! Ja, das sind eben die Rennziele hier. Ihr seht sie gerade hinten im Hintergrund, ja. Ich würde dann sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da oder ein Dislike von mir, auch wenn euch das Video nicht gefallen hat. Wie gesagt, schreibt eure Tipps für die Fahrerwechsel, also beziehungsweise für meinen Fahrerwechsel in die Kommentare. Schreibt die, eure Meinung zu den Schnittstilen in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen, weil ich das gerne zweimal mache. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, wenn es dann ins Rennen hier geht oder wenn wir uns bei einem neuen Part Dirt 4 wiedersehen. Oder ja, gelegentlich auch andere Sachen, so Infovideos oder so. Ich würde sagen, wir sehen uns wie gesagt beim nächsten Mal wieder und damit ciao.